Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Hooray! So, wichtig einfach nur hervorzuheben, man hätte hier 8 Monde sammeln müssen, wenn man von hier hätte wegkommen müssen, aber wir hatten ja schon genug. Mondland. Ho, ho, ho. Wir kommen scheinbar tatsächlich jetzt schon gleich zu dem ganz großen Finale. So, wir hatten kurz vor dem Abreise gesehen gehabt, wo er noch hier stand, dass... Als hätte er, müssen wir eher sagen... genau jetzt zu diesem Zeitpunkt diesen Anzug bekommen. Gerade auch jetzt, wenn man diese... Cool. Gerade nachdem man dann auch hier diese Aussage von Cappy gehört hat, gehe ich mal wirklich davon aus, dass man diesen Anzug einfach hier hätte bekommen können, egal was ist. Was eine gute Idee ist. Denn logischerweise, das ist der mit passendste Anzug für diese Situation. Und es wäre ja doof, wenn die Spieler den nicht zu dem Zeitpunkt haben könnten, wenn er passend ist, beziehungsweise nur, wenn sie halt 15 Euro zahlen würden. Aber... auch da muss man natürlich sagen, Nintendo hatte in der Vergangenheit hier und da sich so ein paar Ausreißer erlaubt. Zum Beispiel halt Koop-Modus für Shovel Knight hinter Amiibos verstecken, den Hard-Modus für den neuen Samus-Spiel haben sie, glaube ich, auch hinter einem Amiibo versteckt und so viele weitere Sachen. So, ich bin mal wirklich so frei. Okay, den würde ich mir ganz gerne einfach nur angucken, was der ist. Man den irgendwie kriegen. Oh, ja, genau. Okay, den kann ich nicht so einfach übernehmen. Und der hat ein Vieh. Ah, auf den Kopf muss man den draufspringen. Kann ich von hier aus so... ja, so ein bisschen kann ich. Ich komme aber lustigerweise nicht auf den drauf. Okay, also ich denke, wir sehen, wir können hier Sachen einsammeln. Wir müssen Sachen ausweichen. Und da ist auch zum Beispiel interessant zu sehen, wie ja diese weißen Klötzchen da drin sind. Ich weiß nicht, ob die was zu sagen haben, aber... unangenehm sieht's aus. Da hinten ist ein... achso, wir müssen also da unten rein. Alles klar. Hurra! Cool. Welches Loch? Das ist kein... ich meine... ja, ist ein Loch. Oh, wir rutschen da runter. Boy. Hell yeah. Ja. Natürlich lustig zu beobachten, aber ist nun mal so. Da unten haben wir die auch, die interessantesten Viecher. Und ich gehe davon aus, dass wir die auch brauchen. Ich will allgemein einfach nur mal ganz kurz gucken. Weil später müssen wir dorthin. Ich will nur wissen, wie diese Flattermanne da unten funktionieren. Sup. Aha, ich wollte schon sagen, wie hoch können die fliegen? So überhaupt nicht.
Okay, ich denke hier relativ offensichtlich, relativ simpel gehalten. Und oh boy. Okay, sweet. Okay, sehr gut. Hier ist das Spiel auch mal relativ großzügig und gibt einem dann doch nach doch sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich New Donk City auch mal wieder ein größeres Herz. So. Wie man es natürlich hier so ein bisschen erwarten konnte. Die Drecksviecher, wie immer, knochentrockens, die können nicht so einfach. Komm on, schieß. Oh, da hätte man irgendwie unten runter hätte fallen können. Und so dann noch eine Währung bekommen können. Oder diese Währung hier. So, meine Frage ist ja, was habe ich davon? Achso, damit kann ich den vermutlich aktivieren. Mhm. Oh boy, meine Lieblingskollegen. So, ich will logischerweise jetzt hier einen von denen mitnehmen. Ja, muss ich sogar auch. Du springst mir ein bisschen höher als erwartet. Oha. Also entweder brauche ich die Währigen... Nope, ich kann den wirklich so nutzen, um die Sachen so kaputt zu machen. Okay, die sind auch unter uns gewesen. Alles in Ordnung. Okay, sweet. Ha. Ich gehe mal davon aus, dass wir einen von denen dann brauchen werden. Gut. Genau. Oh, Glück gehabt. Sehr gut, dann bin ich an dem vorbeigekommen. Ich könnte mir die da krallen, wenn ich wollte. Aber auch hier wieder, wenn wir so freien, spar mir das. Und hier brauche ich den nicht mehr. Gut. Weil die können nämlich nicht springen. Ansonsten, nope. Die kann man nicht irgendwie... Ah, okay. Wollte nur testen, ob man halt die Schleifen da abmachen kann. Okay, irgendwas schießt hier gerade auf mich, während ich mich umgucke scheinbar. Oh, hi. You're a big boy. Ahnt ja. Okay, lass uns näher rangehen. Ich habe das Gefühl, dass der halt schon kurz davor gewesen wäre, selbst wenn wir ihn übernommen hätten, hat zu explodieren. Oh, great. Aber hey. Muss zugeben, ich hätte es lustig gefunden, wenn man gerade auf dem Mond keine Monde finden würde. Kinda stuck? Oh. Oder auch wiederum nicht. Der Kollege ist nett genug, um uns zu fliegen. Oder auch wiederum nicht. What now? Mir ist nicht wirklich viel Alternative. Ernsthaft, kann ich die Kleinen wirklich nicht nutzen? Das überrascht mich eigentlich eher. Nee, doch. Können wir uns vermutlich nicht einfach so durchprügeln, aber solange wir an Sachen vorbeikommen, sollte das auch in Ordnung gehen, oder? Okay, wir können jetzt vermutlich hier einfach hingehen. Oh boy. Na, shit. Ja, verdammt. Ja, ich gehe jetzt hier gleich hin und lass mich runterfallen. Weil ich mich nicht davon raus hätte retten können. Ich kann zum Beispiel keinen Hut mehr werfen. Und lass mich raten, jetzt muss ich das alles neu spielen. No. Ha. Das ist natürlich auch interessant zu beobachten, dass das Spiel einem Checkpoints gibt, wo keine Checkpoints wiederum dort sind. Sehr sweet. So, merken. Nur die... Dunklen kann man nehmen. Okay. Sup, dude?
Also auch hier denke ich relativ offensichtlich, ich will mich jetzt ganz kurz nicht auf diese Währung konzentrieren. Hi. Sup, Buddy. Oh, ich wollte schon sagen, fällt man da runter? Auf den ersten Blick sah es aus, als würde man da runterplumpsen. Hehe. Okay, und ich gehe mal davon aus, dass wir den so oder so brauchen, um an diesen Sachen da vorbeizukommen. Wow, der rennt aber weiter. Wow, wow, wow. Okay, cool. Zugegeben hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, aber hat ja funktioniert. So, jetzt muss ich erstmal hier diesen Steinen folgen. Um dann gegen die Steine ankommen zu können. Sup, Buddy? Ich hoffe auch aus, dass der Liederwitz ist, dass der hier rüberlatschen kann. Mhm, cool. Okay, das sieht schon so ein bisschen fast nach Ende aus hier. Aber wir hatten schon eine... Wow, wow, wow. Ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, auf diesem schmalen Ding gerade zu laufen. Nice. Okay, da kommt noch was. Oh. It's you again. Ach ja, die war ja auch eine hier von... Ich habe überhaupt nicht mehr an sie gedacht, ihr habt, muss ich zugeben. Wow. Eieieiei. Okay, also der Kampf ist scheinbar wirklich hier wieder das gleiche, nur dass der Kettenhund einfach mehr Hüte hat. Noch hier, wenn man sich, glaube ich, halbwegs clever anstellt, passiert ja so überhaupt nichts. Ich glaube, wenn man den einmal hier halbwegs kriegen könnte, würde, dann hat man den auch. Okay, sehr gut. Jetzt einfach aufpassen, dass man nicht nochmal getroffen wird. Das gibt nicht mal... Oha. Du verlangst also von mir wirklich, dass mit einem HP das Ganze schaffe. Okay. Okay. Hoffen wir mal, dass es einen Checkpoint gibt. Oh, okay. Ich bin noch nicht hier drin, aber halt... Es klingt so ein bisschen, als wäre ich kurz davor. Okay, die Flagge wird uns, glaube ich, nochmal HP geben. Haha, wir sind natürlich wieder draußen. Okay. Wir haben auch nochmal einiges an Geld dabei. Also falls Peach sich davon irgendwie wirklich angetan fühlen sollte, haben wir immer noch Geld. Sehr gut. Ja, schick. Auch nicht. Ja, stellt sich heraus, dass die Hochzeit für Luigi veranstaltet worden ist. Luigi und Peach. Ha 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 ha
Der Idiot kommt vor allem hinterher und ist auf einmal wieder 10-mal größer als vorher. Ernsthaft, was will die mit dem großen Ring? Okay, erneut die Boxer-Dinger. Mal gucken, was er gelernt hat. Okay, hat von Anfang an seinen Counter eingesetzt, ihr habt. Wow, okay. Das war schneller als erwartet. Okay, ich kann mir denken, wer der Richtige sein soll. Oh boy, das war aber schlecht gesprungen. Vor allem braucht er super lang, um sich wieder zu fangen davon. Oh. Great. Okay. Ich hatte beim ersten Mal hier Sachen abbekommen gehabt, die man zerstören konnte. Beim zweiten Mal wieder hingegen nicht. Meine, ist ja nicht schlimm, aber man muss es natürlich auch erstmal realisieren. Zack, sehr gut. So, jetzt muss ich aufpassen, das Feuer kommt nämlich jetzt hier gleich als nächstes. Wow, okay. Ja, also, ich würde nicht selbstverständlich sagen, dass man sofort realisiert, wie man den Sprung nehmen muss. Oh, sweet. Jetzt auch noch schaffen würde, das Ding selber zu bekommen. Nope. Ah, doch, sweet. Ah, der reagiert sogar lustig darauf, dass wir ihm das Ding wegnehmen. Okay, Achtung. Aha. Ausweichen. Wow! Okay, den wiederum kann man einfach auf die Fresse hauen. Oh, das ist zum Teil wirklich nicht selbstverständlich. Nein, das ist natürlich gut. Es ist ein feiner Bosskampf. Der soll so ein bisschen sein. Wow, wow, wow. Nicht selbstverständlich. Aber ich tue mich wirklich schwer, einfach weil der so groß ist, zu realisieren, wo man springen muss. Okay, nächster Versuch. Diesmal rennt er andere Richtung. Rechtsachs. Also hier ist wirklich der Fall, am Anfang macht er noch einmal, beim nächsten macht er dann zweimal. Also der ist nicht einfach, weil man halt... Naja, klar, da sollen so ein paar Phasen dabei sein, das ist ja in Ordnung. Hier zum Beispiel hat er sich bei weitem mehr Zeit gelassen, dem Feuer. Ah, ich dachte, näher ranzugehen ist eine clevere... Oh. Okay, der hat relativ schnell seinen Hut wieder zurückgewirbelt. Sweet. So sieht's nach. Genau, der geht immer dorthin, wo man weit davon entfernt ist. Okay, Achtung, er springt da zweimal. Mhm. Okay, also ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr mit dem Timing jetzt am Start bin. Aber mal gucken, wie jetzt die dritte Phase wiederum aussehen wird. Also er schießt immer dahin, wo man am Anfang sich befindet. Das heißt, also es ist schon durchaus hilfreich, ein bisschen drauf zu achten, wo man steht. Also wenn man nicht genau drauf steht oder drin steht, oh boy. Das sind einige. Ich hatte gehofft, dass ich den vielleicht vorzeitig kriegen könnte. So, der würde jetzt vermutlich noch ein paar Mal mehr springen. Na, interessanterweise nicht.
So, immer mit rechnen, dass er jetzt ein paar Mal noch mehr... No, never mind. Ha, ich war zu langsam. Huh. Oh oh. Okay, diese ganzen Dinger bröseln jetzt hier runter. Are you for real? Okay, das ist ziemlich verdammt cool. Okay, ich habe das Gefühl, dass alle, auf die wir drauflatschen, wegbrechen. Au! Ich habe nicht realisiert, dass die auf uns zukullern. Oh, great, HP. Genau das, was ich gerade nicht nutzen kann. Great. Okay, hier bricht das Zeug nicht weg. Das geht also erstmal in Ordnung. Heieiei, ich sehe so gut wie nichts. Er konnte da rein, what? Ach so, ich kann eine Attacke einsetzen, die ich nicht realisiert habe. Uh-oh. Come on. Come on. Ich habe das Gefühl, dass wir genug Zeit bekommen, hier nichts zu versagen. Ich will jetzt hier nichts beschwören. Sieht aus, als hätten wir das hier schon mal gemacht. Wir sind im Loop. Das ist die Default-Kamera, die hier immer zurückgreift. Die übrigens nicht immer alles so... Oh oh. Einfach zu sehen. Müssen wir die Dinger hier umhauen? Ja, gut. Oh, die kommen auf mich zugeflogen, nicht mit mir. Okay, das Problematische ist natürlich, dass hier das ganze Zeug runterplumpst. Oh Mann. Und ich gehe mal einfach davon aus, dadurch, dass wir die hier umhauen müssen, dass nicht die Idee ist, wow, 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 ich fliege hier runter, dasselbe drauf einprügeln zu können. Alles klar. Wow. Wow. Hier bricht auf einmal super viel weg. Und meiner einer wird gefühlt richtig langsam auf einmal. What the?
Und damit kommen wir zum Ende von Super Mario Odyssey. Dieses Spiel ist richtig, richtig gut. Es hat Charme, dass sich gut gespielt. Ich denke, was das Spiel so ein bisschen selbst verlangt, dass man die Joy-Cons entfernt und dann halt mit Motion Controls spielt, ist möglich, aber ich denke nicht notwendig. Ich habe es jetzt hier für dieses Spiel gemacht, einfach weil es empfohlen worden ist. Und ich denke, in den meisten Fällen habe ich es eher nicht genutzt. Und wenn ich es genutzt habe, dann war es eigentlich eher, weil ich irgendwas argumentiert oder erzählt hatte und dabei die Hände bewegt hatte. Also nicht wirklich wichtig. Die Welten sind meines Erachtens sehr cool. Was man so ein bisschen anmerken muss, und das ist einfach so gewollt, und zwar, dass der Anfang doch ein Ticken einfach ist. Man läuft durch diese Welten durch, bekommt sehr viele Monde meines Erachtens hinterhergeworfen, aber nach dem Spiel kann man die Welten zurückbereisen, betreten und auf einmal kriegt man mit, dass alle Welten scheinbar noch ein bisschen ausgebaut worden sind und man kann 999 Monde finden. Das ist eine Menge. So, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das hundertprozentig mache. Meine aktuelle Idee ist wirklich, dass wir noch ein paar Teile aufnehmen und ich einfach in die jeweiligen Welten nochmal zurückkehre und wir einfach mal nochmal reingucken. Also vielleicht sagen wir, nehmen so 30 Minuten Teile und sagen 15 Minuten für die eine Welt, dann für die zweite und immer so weiter, bis wir wenigstens alle einmal nochmal gesehen hatten, nochmal so ein bisschen das Gefühl bekommen haben, was sich geändert hat und wie schwer die Mission tatsächlich werden können. Ich denke, das ist noch so ein Element, was gar nicht mal so interessant wäre. Aber für heute verabschiede ich mich, hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Thank you so much for playing my game!